Ja, hallo erstmal. Ich bin Madame Kali. Ich bin hier in Bielefeld Privatdomina, wie man das so schön sagt. Das heißt, ich arbeite für mich hier alleine mit meinen Gästen immer face to face. Zwei Personen in meinem Studio und wir haben viel Spaß zusammen. Ich bin selber Fetischistin und bin jetzt vor 5 Jahren nochmal auf die Idee gekommen, meine Passion auch zum Beruf zu machen. Da hatte ich auch schon vorher ein paar Einblicke in das Metier gehabt, mich auch schon mal im Rotlicht ein bisschen umgeschaut, bin dann doch wieder aufgrund persönlicher Sachen von abgekommen. Man hat ja auch was Anständiges studiert und muss ja was ganz Anständiges auch machen in seinem Leben. Ich habe es dann zum Glück vor 5 Jahren dann doch über Bord geworfen, mir gesagt, okay, jetzt lieb einfach das, mach einfach das, worauf du Spaß hast. Und es ist unglaublich toll. Es gab natürlich, wie das so ist, bei Selbstständigkeiten viele, viele Anfangsschwierigkeiten, die man erstmal überwinden muss. Das fängt an bei der Gestaltung von einer Webseite, überhaupt auch zu schauen, wo ist der Unterschied. Einerseits, man ist zwar Fetischistin, aber wie läuft das als Domina? Also bin ich damals hingegangen und habe mich in verschiedenen renommierten Domina-Studios einfach umgeschaut, wie das so ist, wie die so arbeiten und habe da einfach quasi direkt vom Arbeiten halt auch direkt gelernt, wie das halt so funktioniert. Ja. Und ich bin sehr glücklich, das hier machen zu können. Das ist hier auch meine Heimatstadt. Das heißt, ich habe hier so weiter mein allgemeines Leben, was mich auch sehr ausfüllt. Ich bin unter anderem auch Künstlerin, ich bin Geigerin und eine wundervolle Band. Ich bin die Frau Hexengeige ansonsten bei der Band Harpyr. Und ja, ich kann halt mein Leben einfach frei und selbstbestimmt leben. Das ist die Möglichkeit, die mir das hier gibt. Und das ist etwas. Ich habe ja auch schon viele, viele Jobs gemacht. Das ist etwas, was ich als unglaublich wertvoll empfinde, mir mein Leben so zu gestalten, wie es mir passt. Glaube, wenn mich meine Ex-Männer nicht immer wieder auch mit ihrer Eifersucht von abgehalten hätten, hätte ich, glaube ich, schon als Studentin angefangen, irgendwelche Pornofilme zu drehen. Da gab es damals hier in Bielefeld, das war noch lange bevor diese großen Ketten von Sexshops starteten, ein sehr tolles, großes, ein sehr toller, großer Sexshop, der von wem auch immer geführt worden ist. Ich glaube, das wäre auch hier in der Provinz eine tolle Einstiegsmöglichkeit gegeben. Es ist leider nicht dazu gekommen. Auch um 2000 rum, wo ich dann schon mal mit der Sache als Domina zu arbeiten anfangen wollte, bin ich leider auch von, habe mich leider von einem Ex-Mann von abhalten lassen, von seiner Eifersucht. Das ist sehr betrüblich, aber gut, aus Fehlern wird man klug. Ich hatte zwischenzeitlich auch immer schon mal wieder, als Studentin braucht man auch mal Geld. Ich hatte von dem einen Ex Schulden, die ich abbezahlen musste, auch schon mal Ausflüge gehabt ins normale Rotlicht. Und mir hat es im Grunde genommen immer sehr gut gefallen. Was ich damals noch nicht so gut wechseln konnte, war letztendlich das Stigma, dieses Hurenstigma, ne? Wie kannst du nur diese böse, schlimme Prostitution und hast du das denn nötig? Und es ist nicht so die Sache, dass man es unbedingt nötig haben muss. Klar, das gibt es auch immer mal wieder. Aber es ist auch die Sache zu sagen, ich habe da Lust drauf. Es war schon immer, für mich hat dieses Rotlicht schon immer einen gewissen Flair, immer wieder, schon immer so was Besonderes gehabt, wo ich immer gedacht habe, so, das ist toll, das willst du mehr machen, das willst du irgendwo auch professionalisieren, das willst du nicht einfach nur zu Hause heimlich im Schlafzimmer mal den Strapshalter anziehen und dann ist gut, sondern da steckt so viel drin und auch so viel Tolles, was an Zwischenmenschlichkeit passieren kann. Da willst du einfach mehr mitmachen und das möchte ich auch mit mehr als nur einem Menschen teilen. Allerersten Male war das über eine Escort-Agentur. Das war damals eine Dame, die wahrscheinlich ungefähr in dem Alter war, wo ich jetzt bin, die selber auch mal zufällig ins Rotlicht gekommen ist, da sie einen Job gesucht hatte, dann in einer Rotlichtbar als Thekenkraft gearbeitet hat, sich dann irgendwann überlegt hat, verdammt, wenn ich vor der Theke in Strapshalter arbeite, verdiene ich viel mehr, als wenn ich hinter der Theke nur die Getränke ausschenke. Die dann angefangen hat, auch selber als Sexworkerin zu arbeiten.
Damals war das Internet noch relativ neu. Sie ist dann hingegangen, hat gesagt, ich kann mich da noch weiter professionalisieren und hat selber angefangen, weil sie auch Webseiten programmieren konnte, das war damals sehr, sehr selten, eine Escort-Agentur aufzubauen. Ne, so nach dem Motto, was andere können, kann ich auch, ich mach das jetzt. Die habe ich durch einen Zufall übers Internet auch irgendwo über irgendein Fetischforum auch kennengelernt. Und das war unglaublich toll. Ich weiß noch, da haben wir bei ihr im Schlafzimmer haben wir noch das abgehangen mit bunten Tüchern, irgendwie den hässlichen Kleiderschrank und haben dann Fotos gemacht zusammen. Das war unglaublich toll. Und dann habe ich da eine Zeit lang halt gearbeitet. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zeitgleich hatte ich damals schon meinen Fetisch auch ein bisschen professionalisiert. Ich hatte damals eine kleine Wohnung, die ich mir mit einer Frau geteilt hatte, also Frauen-WG. Und die war eh ständig bei ihrer Freundin auch über Nacht. Und dann habe ich mich mit der abgesprochen, gesagt, pass mal auf, wann bist du da, wann bist du nicht da? Alles klar, wenn du bei deiner Freundin bist, dann zaubere ich halt das Wohnzimmer im und habe damals schon Madame Kali schwarzen Salon draus gemacht. Ne, mit Sachen. Ich hatte Möbel gehabt, die ich zum Teil umgestylt habe. Teilweise auch mit Hilfe von Kumpels von mir, die schweißen konnten. Ich habe zum Beispiel so einen alten Barhocker mit Lederbezug, der unten so ein Chromgestänge hatte. Da habe ich mir von meinem Kumpel dann halt entsprechende Ölen noch anschweißen lassen, dass man den auch richtig als Fesselbock nutzen konnte und solche Sachen. Er hat damals dann auch schon zu Hause dann den einen oder anderen BDSM-Gast dann halt empfangen. War toll, war super. Also ich habe immer, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene Sachen gemacht. Ne? Also bei der Escort-Dame, von der ich gerade erzählt habe, das war halt ganz normal ein Hotelbesuch irgendwie. Irgendein reicher Geschäftsmann, der sich halt ein junges Girl aufs Zimmer bucht, ne? Die übliche Sex-Variante. Bei mir zu Hause die BDSM-Sessions, waren ganz klar BDSM-Sessions halt. Ne? Dann habe ich eine Zeit lang, genau, das war 2006 war das, da bin ich aus meiner zweiten Ehe ohne Trauschein mit Schulden gegangen, wo ich gedacht habe, es geht nicht und jetzt komm, sieh zu, ob du irgendwas findest, nochmal in der Richtung und war dann in Herford, ich glaube bei der ältesten Hure Ostwestfalen-Lippes gewesen, Angela und ihre Mädchen, ich war dann halt eines, ne, sie hatte halt immer jemanden dabei gehabt, das war so schön, dass das halt damals einfach noch ging, sie hatte selber ihre eigenen Räumlichkeiten. Es war so ein kleines Häuschen auch in Herford. Ich weiß nicht, ob sie Eigentümerin war oder gemietet. Man wusste es halt. Man ist über Zeitungsanzeigen auch natürlich auch darauf aufmerksam geworden. Und dann ist man halt hingegangen, hat sich vorgestellt, so, hallo, ja, das bin ich und ich würde gerne hier arbeiten. Und ja, klar, mach du und ne, warum nicht? Und dann wurde einfach auch geguckt, so irgendwie, ob es stimmig ist, ob es nicht stimmig ist. Muss ja auch persönlich stimmig sein. Weil wenn man so eine Bereitschaft hat, hängt man ja auch ganz viel zusammen am Kaffeetisch und wartet darauf, dass das Telefon klingelt, logischerweise. Ne? Es ist ja ganz in der Branche dann auch so, wenn man da so quasi auf Abruf ist. Und das war sehr, sehr stimmig und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Angela hatte damals auch noch, sie hat ja immer noch, auch so eine kleine BDSM-Abteilung bei sich. Das war so ein mehrgeschossiges, ein sehr kleines, aber sehr mehrgeschossiges Haus. Über 3,5 Etagen und unten der Keller, ausgebaut, ganz warm. Der Keller, trotz allem, war die BDSM-Abteilung mit Andreaskreuz und einem Günnstuhl und alles, was dazu gehört. Ne, und Peitschen und Fesseln und so weiter. Sexarbeit ist, um es jetzt mal als Tantrikerin auszudrücken, Sexarbeit ist ein energetisch sehr, sehr anspruchsvoller Job. Und ist deswegen auch so gut bezahlt, beziehungsweise sollte es eigentlich sein. Sexarbeit ist nicht einfach mal eben auf die Schnelle. Es ist eine sehr innige Sache, eine Sache, die sehr viel auch von mir fordert. Ich muss direkt dabei sein. Ich muss mich einfühlen können. Ich muss auf mein Gegenüber eingehen können und das ganz dicht und sehr, sehr nah dran. Im Grunde genommen bis hin zu meiner eigenen Sexualität. Ich habe auch hier hin und wieder den ein oder anderen Beischlaf, obwohl ich es per se nicht so einfach verspreche. Also Jungs, die hier anrufen, machst du auch Sex? So nicht. So funktioniert es letztendlich nicht.
sondern es ist anders, es funktioniert einfach anders. Und wenn ich jetzt fremden Menschen erzähle, die jetzt auch von dieser BDSM-Materie keine Ahnung habe, sage ich gerne, im Grunde genommen mache ich eine sehr spezielle Art von Massagen, womit auch immer, ob das jetzt Analmassagen sind oder mit den Peitschen oder ob ich jetzt mit Fingernägeln über jemanden streiche und ne, oder ihn anfasse oder ihn bewegungslos mache, indem ich ihn irgendwo fixiere oder so. Es geht ja immer um berührt werden, um anfassen, um mit meinem Klienten irgendwas zu machen, mit meinem Gast irgendwas zu machen. Also eine gewisse Art der Massage. Gerne auch gekoppelt in ein gewisses Rollenspiel. Wenn das jetzt das Rollenspiel die Herrin ist, die sagt, so, dann begrüße deine Herrin mal adäquat mit einem Fußkuss, wie sich das gehört. Das ist dann das Rollenspiel, was dazu gehört. Trotz allem finden diese Termine, diese Sessions auf Augenhöhe statt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Spiel beginnt, weil dann möchte der Gast ja dann auch unter Umständen auch den Kopf ausgeschaltet haben und sich zum Beispiel in solch eine unterwürfige Position einfach auch geben, damit er einfach auch mal den ganzen Alltag einfach auch mal außen vor lassen kann. Das ist ja etwas, was auch bei Sex und auch bei Sexarbeit passiert. Das ist ja diese Sache der Objektivisierung. Ne? Also wir können den Kopf außen vor lassen. Wir können einfach mal nur Körper sein. Wir gönnen es uns einfach zu selten. Wir sollten es uns hin und wieder einfach mal gönnen, einfach nur Körper zu sein, einfach mal nur zu fühlen, diesen Kopf komplett auszuschalten und einfach nur in uns reinzuspüren. Und das ist eine Möglichkeit, die es bei Sex und bei Sexarbeit gibt. Also klar, es ist ganz oft so, die Leute hören Domina und denken, das ist zu einem Teil auch richtig, weil das geht natürlich auch, ne, entsprechend streng und ne, bis hier oben hin hochgeschlossen in Leder oder mit einer ganz langen Reitgerte und ne, komm mir bloß nicht zu nah und es geht wirklich um Masochismus bei dem entsprechenden Gast. Das gibt es in der Tat. Allerdings ist das ja nicht unbedingt das, was mich ausschließlich als Mensch ausmacht. Ich bin ja kein Realsadist, sondern ich bin, Verhaltensfetischist. Das heißt, was mich kickt, ist, welche von diesen mannigfaltigen Praktiken ich anbiete, ist einfach was kitzel ich bei meinem Gegenüber heraus. Schaffe ich es, ihn in diesen Schwebezustand zu bringen, ne, zwischen Endorphin, Adrenalin, oh, was passiert jetzt, was passiert, und ne, und Erotik und Anspannung steigern sich bis ins Unermessliche. Und das kann mit der Peitsche sein, das kann aber auch total soft sein. Ich habe viele Gäste, die einfach Latex-Fetisch haben. Latex-Fetisch ist dann schon fast vergleichbar mit einer Tantra-Session, weil es da auch ganz viel, man kleidet sich dann halt auch gegenseitig dann ein in dieses Latex und reibt sich ja auch mit diesem speziellen Latex, dieses Silikonöl ein. Und es ist ganz viel dieses Fühlen, dieses Gleiten aufeinander, die Körper einfach in diesem Latex einfach gegenseitig zu berühren, das ist auch ganz viel. Was auch ganz, ganz viel ist, und da sind meine Fähigkeiten aus dem Tantra, ich habe auch mal eine tantrische Ausbildung gemacht, sind da auch immer sehr gefragt, anal. Anal ist bei Männern ein ganz großes Thema. Ich würde mal so sagen, die Hälfte der Männer steht drauf und die andere Hälfte nicht. Also ich glaube, es ist ziemlich genau 50-50, was diese Analsachen ausmacht. Und dann ist immer noch so, huch, anal, aber ich bin doch nicht schwul. Nee, natürlich nicht. Hat damit auch nichts zu tun, weil eine Prostata hast du auch, wenn du nicht homosexuell bist. Und da ist dann auch einfach unglaublich viel Einfühlungsvermögen vonnöten, weil du immer erst rantasten musst, ne? Wie das Gewebe. Es ist ja auch von Tag zu Tag ist jeder anders. Die Tagesverfassung ist immer wieder anders. Ne, und es reicht im Grunde genommen, reicht ein Finger, um eine Prostata-Massage zu machen. Mir sind zwei Finger lieber, weil da habe ich mehr Kraft. Da muss nicht der eine Finger so viel Arbeit machen. Also theoretisch ein Finger reicht. Und natürlich geht es auch hin, wir können nachher nochmal schauen, was ich alles für Dildos habe. Und es geht natürlich, die Grenze nach oben ist nicht offen. Ne? Ganz klar, da gibt es auch Leute, die unbedingt das haben wollen, wo dann wirklich mehr oder weniger schon den ganzen Unterarm reingeht. Aber Jungs, das ist nicht das, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, ist das, dass ihr es genießen könnt und dass ihr einfach ein schönes Gefühl dabei habt. Das ist das, worauf es ankommt.
machen wir zwei Listen, positiv, negativ. Ich denke, was schwierig ist, dass es bestimmt etliche Menschen und wahrscheinlich auch oftmals dann auch Frauen sind, die in der Sexarbeit sind, denen das eigentlich überhaupt nicht gut tut, weil das überhaupt nicht deren Ding ist. Die das machen, weil das Geld gesehen wird, wo sie vielleicht auch noch mit irgendwelchen, weil sie vielleicht auch irgendwelche Schulden irgendwo haben, da irgendwo was abarbeiten müssen, wo ich dann sagen kann, okay, Mädel, dann sieh zu, dass du es schnell hinter dich bringst und geh möglichst bald da raus, weil das ist da nicht gut. Ne? Es ist, es können nicht viele machen. Promiskuität ist etwas, was man, glaube ich, nicht lernen kann. Das ist eine Veranlagung, die man hat. Weil man vielleicht so sein möchte, weil man vielleicht so leben möchte. Ich denke, das ist eine unglaublich gute Voraussetzung dafür. Eine weitere sehr gute Voraussetzung ist bestimmt auch, Spaß daran zu haben, mit anderen Menschen umzugehen, zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch eine sehr gute Voraussetzung. Wenn man das nicht hat, dann funktioniert zum Beispiel BDSM ganz schlecht. Ja. So. Drogen, ja. Es gibt bestimmt auch in diesem Milieu Drogenmissbrauch, wie überall woanders auch. Bei mir nicht. Auch wenn ein Gast mit einer Flasche Sekt kommt, die gibt es dann hinterher, nicht vorher. Ich möchte mein Feingefühl nicht verlieren. Es gibt natürlich, das wissen wir seit dem großartigen und tieftot traurigen Buch von Christiane F., es gibt natürlich diese Drogenprostitution auch. Das ist ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Das stimmt, das gibt es. Das ist, ist jetzt aber auch nicht etwas, was Prostitution per se ausmacht. Es gibt diese Drogenprostitution, das stimmt. So macht vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Prozent, einen sehr geringen Prozentsatz aus. Aber es gibt sie. Klar, sie ist natürlich sichtbarer. Wenn ich jetzt hier an meine Heimatstadt Bielefeld denke, wo natürlich auch direkt in Bahnhofsnähe die Drogenszene, man geht dran vorbei täglich, wenn man auf dem Weg zur U-Bahn ist, ne, wo man das natürlich sieht und auch letztendlich weiß, was da passiert, schon allein durch die örtliche Presse, die ja auch immer wieder darüber berichtet. Das sind halt Sachen, die es gibt in dieser Gesellschaft. Ja, ist nicht schön, aber sie sind da, das ist richtig. Trafficking, Menschenhandel, nochmal, um das Wort vielleicht nochmal zu noch mal ein bisschen zu entzerren, weil Menschenhandel hört sich so an wie, ich gehe auf den Markt und kaufe mir einen Sklaven. Ich hatte ja vorhin schon mal gesprochen von der Festung Europa, in die es unglaublich schwierig ist, reinzukommen. Ne? Die meisten Prostituierten sind trotz allem aus dem europäischen Land. Ne? Das heißt auch aus dem europäischen Ausland. Es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Viertel ist es, glaube ich, die aus dem nicht-europäischen Ausland hierher kommen. Und es ist unglaublich schwierig, hier reinzukommen und vor allen Dingen auch Arbeitserlaubnisse hier zu bekommen in Europa für Nicht-Europäer. Das ist sehr, sehr schwierig. Diese Menschen kommen hierher, wie gesagt, oft, ne, das reiche Europa, wir wollen auch was von dem vielen Geld haben. Und da muss man sich natürlich, wir wissen das, wir kennen alle diese furchtbaren Geschichten von den Flüchtlingen, auf welchen Irrwegen und Umwegen diese Menschen hierher kommen, die letzten Ersparnisse an irgendwelche Schlepper bezahlt und stehen dann hier im Grunde genommen vor dem Nichts. Mehr oder weniger vor dem Nichts. Beantragen sie Asyl oder tauchen sie gleich irgendwo illegal unter? Eine unglaublich schwierige Geschichte. Viele sind, nachdem sie ihre Ersparnisse den Schleppern alles gegeben haben, sind damit raus aus dem Schneider. Einige haben das Pech, mit Menschen zusammenzuarbeiten, was heißt arbeiten, erpresst werden, wäre das bessere Wort, auch bei den Schleppern, die dann hier jetzt auch nochmal ankommen und dir mit neuen Schuldenfallen auflauern, irgendwelche gefälschten Visa-Papiere, die dann 500.000 Euro kosten, die man erstmal abbezahlen muss. Oh, du willst ja als Prostituierte, aber ich weiß was ganz Tolles, wo du arbeiten kannst, irgend so eine illegale Klitsche dann aufgemacht wird. Und da muss dann natürlich auch ganz viel Geld bezahlt werden, um überhaupt da arbeiten zu können. Das sind natürlich unhaltbare Zustände. Das ist ein Problem. Es ist zum Glück eine sehr geringe Minderheit, denen es so geht, denen das so widerfährt.
Es gibt sie, es ist nicht zu verleugnen. Und das Einzige, was uns letztendlich hilft, ich habe jetzt die Tage auch nochmal mit Theodora e.V., die haben noch einen Nachbarverein, der sich speziell um Opfer von Menschenhandel, nicht speziell Prostitution, sondern speziell Menschenhandel kümmert. Die Nadescha sind das hier in Herford. Die auch sagen, im Grunde genommen bräuchten sie auch viel mehr Mittel, viel mehr Möglichkeiten, um zu diesen Menschen zu kommen, um dort vor Ort diese aufsuchende Sozialarbeit zu machen, um diesen Menschen einfach auch Tipps geben zu können, dass, ne, Ratschläge geben zu können, dass sie da irgendwie rausfinden können, so nach und nach. Sie werden erreicht, diese Menschen werden erreicht, weil wir zum Glück in einem Land leben, in dem Prostitution legal ist. Deswegen kann natürlich auch solch ein Verein ganz legal von der evangelischen Kirche gefördert werden, ne? Auch wenn nicht zu Genüge, aber immerhin gefördert werden. Deswegen gibt es überhaupt die Möglichkeit, dort zu handeln. So, was unglaublich erschwerend hinzukommt, ist, glaube ich, eine Aussicht, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, wenn du als illegaler Einwanderer hier auch noch illegal gearbeitet hast, droht für dich die Abschiebung, und zwar sofort. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Punkt und ohne Komma. Du darfst vielleicht noch so lange warten bis zu einer Gerichtsverhandlung, aber das war's dann auch. Danach wirst du sofort abgeschoben. Gebe mir einen guten Grund, warum diese Menschen gegen irgendwen aussagen sollten. Wieso, weshalb, warum? Da ist uns die USA um Längen weiter. In den USA hast du als solch ein Flüchtling in solch einer prekären Situation, hast du ein dreijähriges Bleiberecht inklusive Arbeitserlaubnis. Das heißt, wäre das, ich weiß, es ist schwierig, das ist ein, das sind heilige Kühe, Auslandspolitik, Flüchtlingspolitik, aber gäbe es auch hier die Aussicht auf ein Bleiberecht inklusive Arbeitserlaubnis von zum Beispiel 3 Jahren, ist ja eine Menge Zeit, 3 Jahre, in 3 Jahren kann man, wenn man sich anstrengt, schon eine Menge irgendwie zusammenkratzen, um in irgendwie woanders was aufzubauen, in seinem Heimatland wieder was aufzubauen, wenn er jetzt nicht gerade total das Kriegsgebiet ist. Das wäre schon mal eine Maßnahme, um diesen Menschen, die Opfer von solchen Menschenhändlern geworden sind, einfach auch mal einen Anreiz zu geben, sagt aus, wir sind ein Land, das so etwas, solch ein Verhalten nicht billigt und wir schützen euch dafür. Ihr bekommt das, was ihr wollt, nämlich ein Bleiberecht mit Arbeitserlaubnis, wenn auch nur für 3 Jahre. Es ist eine gewisse Zeit und ihr habt die Chance, in der Zeit was zu erschaffen. Wir schützen euch. Wir schützen euch, sagt gegen die aus, die euch geschadet haben. Und das können wir eigentlich jetzt schon. Wir haben jetzt noch nicht diesen Schutz für diese Flüchtlinge, den haben wir nicht. Was wir aber haben, ist ein rechtlicher Schutz gegen diesen Menschenhandel, gegen diese Gewalt, gegen diese Erpressung, auch gegen die sexuelle Gewalt, Vergewaltigung sowieso. All das sind auch jetzt Straftatbestände des jetzigen Strafgesetzbuches, die geahndet werden können. Könnten auch viel mehr und viel intensiver und nicht immer nur dieses Abwiegelei mit, ja, lassen wir mal mit Bewährung davonlaufen, sondern einfach konsequent angewendet. Wäre mal eine Maßnahme. Es ist unglaublich viel Stigma noch in der Gesellschaft. Wir leben in einem Patriarchat, in dem Sexualität immer unterdrückt worden ist, in dem Sexualität immer was Schmutziges war, letztendlich nur dafür da war, für den Mann seinen Trieb auszulassen. Und mehr wurde von der Sexualität immer nicht zugelassen. Das ist immer sehr schade. Auch die sexuelle Revolution der Hippies damals, 1960er, 1970er Jahre, war nur zur Hälfte erfolgreich. Sprich, es gab die Pille, man konnte endlich frei vögeln. Aber die Sache zu sagen, so dass Frauen auch anfangen, sich selber zu erkunden, das passiert gerade jetzt erst. Und das schwappt langsam in die Gesellschaft rein. Das ist unglaublich schön auch zu sehen, was es da auch für zum Teil Bewegungen gibt, zum Teil für, oft sind es auch Einzelpersonen, die Frauen über Seminare, Workshops, Vorträge, Filme
einfach auch ihre eigene Weiblichkeit mit ein Stück an die Hand geben. Eine Weiblichkeit, die eben nicht mehr wie früher die Jungfrau Maria ist, sondern die sagt so, wir sind Frauen. Wir sind Frauen, wir haben unsere Sexualität ist mehr, unsere Sexualität heißt auch gebären können. Diese ganze Sache, der ganze Menstruationszyklus, es gehört alles zu uns, zu unserer Sexualität dazu. Es ist unglaublich wichtig, das wieder zu entdecken, das auch herauszukristallisieren, dass jede Frau für sich auch sagt, so, das bin ich, das möchte ich sein, so fühle ich mich wohl. Und dass diese Sexualität auch endlich aus dieser Schmuddelecke rauskommt. Dass darüber hinaus natürlich jetzt, ich sag mal, Begleiterscheinungen von Sexualität, zum Beispiel spezielle Massagen, Anwendungen, BDSM, Vögeln auch gegen Geld, beziehungsweise auch Filmfotografie und was damit zusammenhängt, sprich Pornografie. Das ist natürlich immer ein Spiegel auch von der Sexualität und sie ist noch in der Schmuddelecke, ist aber gerade dabei auf dem Weg, dass das auch herausgeholt wird und herausgehoben wird, weil es immer mehr Menschen und vor allem auch immer mehr Frauen gibt, die sagen, wir möchten das und wir möchten da was Tolles mitmachen. Nicht jede möchte Sexarbeiterin werden, das soll sie auch gar nicht werden, darum geht's auch nicht. Das ist, für viele Menschen ist das auch überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, aber es ist einfach so, dass wir langsam auch wieder als Menschen erkennen, wer wir sind und unsere Körperlichkeit, die uns ja immer aberzogen worden ist, gehört da einfach dazu. Ne? Und wir sind kulturelle Wesen, das heißt, wir sind nicht irgendwelche Tiere, die einfach nur ihren Trieben folgen, sondern wir sind kulturelle Wesen, das heißt, alles, was Menschen machen, ist im Grunde genommen einer gewissen Kultur unterworfen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel das Essen anschauen, das ist ja nicht einfach nur die Nahrungszubereitung, was Nahrung angeht, was Essen angeht, was Restaurants, was Spezialitäten, wie Torten teilweise kreiert und gezaubert werden. Das ist eine Kultur, das ist eine Esskultur und genauso brauchen wir auch eine Sexualkultur. Natürlich gibt's hin und wieder einfach auch mal das Käsebrot nebenbei und den Apfel dazu, weil es einfach schnell gehen muss. Aber wir gehen ja auch hin und kochen selber oder lassen uns bekochen in einem guten Restaurant und bezahlen dafür. Das ist relativ ähnlich. Seit 2002 eine sehr tolle Neuerung gehabt. Das heißt, diese Sittenwidrigkeit ist vom Tisch. Das heißt, 2002 dürfen sich Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen hier in Deutschland nicht nur, vorher durften sie auch schon Steuer zahlen, aber jetzt dürfen sie sich auch ganz normal als Sexarbeiter krankenversichern, Krankenrenten, Sozialversicherung. Ist in einer Gesellschaft unglaublich wichtig, dass das gehandelt wird. Sonst steht man ja vor dem Nichts, wenn mal irgendwas ist. Lohn kann man einklagen, da hatte die Stefanie Klee auch mal so einen Vorstoß gemacht, der unglaublich toll war. Diese Legalisierung, also legal war es vorher schon, aber ne, sittenwidrig war es halt noch, so eine Ordnungswidrigkeit, hat dazu geführt, wenn man sich jetzt vom Bundeskriminalamt mal die Statistiken anguckt, dass Gewalt und Verbrechen in der Branche angeht, kontinuierlich abnehmen. Zwar sehr langsam, aber sie nehmen ab. Könnte natürlich noch mehr getan worden sein, was natürlich nicht ist. Die freiwilligen Beratungsstellen, die ja auch sehr auf Ehrenamt basieren. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, ist das die Theodora e.V., da ist der Träger der evangelischen Kirche, die immer unglaublich stark mit ihrer Existenz überhaupt zu kämpfen haben und sich von einer befristeten auf 2 Jahre nochmal befristete finanzielle Zusicherung für Arbeit hangeln müssen. Das nächste ist dann Madonna in Bochum, also schon sehr, sehr, sehr weit weg. Es ist unglaublich schade, dass es davon so wenig gibt, weil diese Arbeit unglaublich wichtig ist. Diese Arbeit, die diese Menschen machen, es ist ja zum Teil Aufsuchung und Sozialarbeit, dann direkt in großen und kleinen Puffs, Saunaclubs, wo auch immer, erreicht ja wirklich die Menschen irgendwie, um sie einfach beraten, zu uns zu unterstützen, zur Seite zu stehen. Trotz allem, wie gesagt, es ist, was diese Negativsachen angeht, ist es trotz allem kontinuierlich absteigend. Laut Bundeskriminalamt, ich denke, das sind sichere Zahlen, dem Bundeskriminalamt sollte man da schon vertrauen. Das ist schon mal sehr schön. Auch die Szene, es gibt ja keine Szene der Sexarbeit. Die Sexarbeit selber ist ja auch etwas, was sich im Laufe der Historik, der Geschichte auch mit der Historik immer wieder entwickelt. Ne? So war es ganz dunkles Kapitel, Drittes Reich. Auch im Dritten Reich gab es Prostitution, das wurde staatlich reglementiert, war furchtbar.
Drittes Reich für die Frauen ist übrigens das, wo es das letzte Mal diesen sogenannten Hurenpass, diesen sogenannten Hurenausweis gab, mit diesen ganzen Reglementierungen dabei. Das stammt aus dem Dritten Reich noch. Da waren wir eigentlich sehr froh, dass wir das hinter uns gelassen haben. Und das entwickelt sich. Und wir haben momentan in unserer Gesellschaft, wir haben eine unglaubliche, eine zunehmende Migration auf dieser Erde, dieser Erdenscheiben, möchte ich beinahe fast schon sagen. Wir haben eine unglaubliche Migration und das macht sich natürlich auch bei der Prostitution bemerkbar. Die Menschen möchten zunehmend ins Reich Europa, ins Reich Amerika auch, nur da kommt man nicht so schnell rein. Europa ist mittlerweile auch eine Festung geworden für Menschen außerhalb Europas. Und diese Menschen möchten hier rein, teilweise auch aus ärmeren Regionen Europas, Rumänien, Bulgarien, Polen auch, wo zum Beispiel Sexarbeit komplett verboten ist. Sie möchten hier rein ins reiche, vermeintlich reiche Deutschland und natürlich auch sich ein Stück von diesem kapitalistischen Kuchen abschneiden, logischerweise. Das ist nachvollziehbar, das ist legitim, das ist auch nichts gegen einzuwenden. Jetzt ist es so, also mittlerweile ist es mittlerweile sogar so, dass in Deutschland bei den Sexarbeitenden, man hat keine genauen Zahlen, es schwankt irgendwo, zwischen 70% und 90% der Prostituierten sind mittlerweile Migrantinnen, aus welchen Ländern auch immer. Wie gesagt, wir haben ganz viel auch dieses europäische Ausland dabei, wo es halt verboten ist. Die natürlich schon aufgrund von irgendwelchen Sprachbarrieren nicht so tolle Zugänge haben, ne? Die auch es schwer haben, irgendwo vernünftig unterzukommen, schwer haben, auch vernünftige Läden zu finden, weil sie die Infrastruktur nicht so kennen. Weil man im Grunde genommen ja auch Deutsch sprechen und lesen muss, um sich durch so ein Internet durchzuforsten, um einfach auch auf die Foren zu kommen, wo Sexarbeitende unter sich sind und sich gegenseitig Tipps und Ratschläge geben. Hast du schon gehört, da und dort ist es gut und da und dort ist es nicht so gut, weil da sind die Bedingungen schlecht oder da verdient man schlecht. Also geh doch besser da und dahin, weil da sind die Bedingungen gut und man verdient auch noch gut. Aber das muss untereinander, muss das ja kommuniziert werden, wird es halt auch. Und wie gesagt, es wäre schöner, wenn es einfach auch mehr niederschwellige Zugänge nennt man das ja, diese Sozialarbeit auch, ne? Wo einfach niederschwellig, sprich auch eine relativ unbedarfte Bulgarin kann einfach irgendwo sich Rat und Tat holen, ohne irgendwo angemeldet oder sonst wo zu sein. Sie bekommt einfach diese guten Tipps und Ratschläge, um einfach auch ihre Arbeitssituation verbessern zu können. Ne?